Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur mittlerweile 8. Folge von unserem Experimental Snapshot Survival. Wir testen aus, wie die 1.18 sich wohl anfühlen wird. Und ja, wir sind im Prinzip genau an der Stelle, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und wir haben gerade unser viertes Portal gefunden. Da, also, das habe ich auch noch nicht gesehen. Dass ein Portal so im Boden generiert? Warte mal. Das ist ja lustig. Die Kiste würde ich echt noch gerne finden, ne? Es wird auch gerade Nacht, wir müssen uns gleich wieder pennen legen. Verrückt. Hier ist die Kiste. Wir lassen die Kiste mal Kiste sein. Okay. Ich hole mal kurz das Bett raus. Wir müssen uns wieder pennen legen. Ja, der Plan dieser Folge ist, wir reisen ein bisschen weiter. Und suchen einen Azalea-Baum. Weil wir wollen die Lush Caves sehen. Ich denke, das ist ein ganz guter Plan, ne? Gut, wir springen wieder ins Boot. Hier hinten ist Wüste. Ich glaube, in der Wüste findet man die Bäume nicht so häufig. Und deswegen würde ich vorschlagen, dass wir hier so ein bisschen weiterfahren. Oh, schaut mal das. Schaut euch das mal an. Wow. So eine Schlucht, die wirklich halb mit Wasser gefüllt ist. Und nicht einmal so durchgeht. Faszinierend. Absolut faszinierend. Ist ja wirklich fast gerade hier. Das sieht nicht mehr natürlich aus, um ehrlich zu sein. So, ich würde vorschlagen, wir düsen einfach mal über den Ozean rüber. Ja, ich glaube, hier hinten würde es noch weitergehen, aber wir reisen hier einfach mal straight nach Osten und versuchen dort mal ein bisschen was Spannendes zu finden. Oh je, ich sehe ein Ozeanmonument. Vielleicht sollten wir das ein bisschen umfahren. Ohne Unterwassertränke wird das Selbstmord, da reinzugehen. Aber schön zu wissen, dass wir hier einen haben. Wahrscheinlich, bis wir dann soweit sind, dass wir den machen könnten, ist die Welt schon wieder im Eimer. Ja, ich sehe euch, Guardians. Bleibt mal schön dort, wo ihr seid. Und ich glaube, dort hinten ist wieder Land. Oder Inseln. Sieht mir fast mehr nach Inseln aus, ne? Land in Sicht. Am Horizont baut sich gerade das neue Festland auf. Und wir scheinen wieder einen Wald zu haben. Ich habe die Zeit auf dem Ozean mal genutzt und habe mir ein bisschen die Patch Notes durchgelesen. Und ja, im Prinzip sind das alles so kleinere Änderungen. Mikrobiomes sind tatsächlich jetzt häufiger vorzufinden, aber mit der richtigen Temperatur. Also mit den richtigen Biomen in der Umgebung, haben wir ja gesehen. Was außerdem gefixt wurde, oder zumindest gefixt in Anführungsstrichen wurde, ist, dass die die Strände jetzt eher in flacheren Regionen spawnen. Das heißt, so einen riesigen Strand wie letztes Mal, der praktisch auf dem Berg gespawnt ist, was wir beim Spawn hatten bei der letzten Welt, das sollte nicht mehr vorkommen. Und ja, wir haben hier ein Bergebiom, das ganz flach ist. Nee, das ist ein Stone Shore. Okay. Never mind. Und hier ist Kohle. Kohle nehme ich gerne. Und hier ist direkt eine Wüste. Okay. Dann geht's mit Ozean weiter. Dann scheint das Festland hier gar nicht mal so groß zu sein. Da wäre eine große Höhle, die, glaube ich, runtergeht. An den Wassersystemen und Wasserhöhlen wurde auch einiges geändert. Soweit ich das mitbekommen habe. Und ja, schaut euch diese Landschaft mal an. Das ist etwas, was man früher niemals gesehen hätte. Azalea-Büsche habe ich übrigens immer noch nicht gefunden. Wahrscheinlich war jetzt die Lush Cave direkt dort beim Spawn, beim Dschungel, die einzige Lush Cave innerhalb der nächsten 3000 Blöcke. Würde mich bei meinem Glück nicht wundern. Der Ozean da hinten ist, glaube ich, ein warmer Ozean, ne? Ja, zumindest teilweise.
Was ist denn das da vorne? Ist das ein Wüsten? Was ist das? Ach, das sind die Unterwasserruinen. Das sind Unterwasserruinen, die über Wasser generiert wurden. Okay. Ich wusste gar nicht, dass sie so groß sein können. Ach Mensch. Da schwimmen wir mal kurz rüber. Mit dem Risiko, dass wir krepieren, weil, ja, Drowns. Warte, hier hinten ist direkt eine Kiste. Moin. So, Monster Hunter. Nice. Okay, hier ist eine Fishing Rod mit Mending. Die nehme ich mal mit. Die Frage ist, was lege ich dafür weg? Die Kohle nehme ich mit. Keine Ahnung, was lege ich weg? Die Schalkerbox, nee. Hier, 4 Sticks. Braucht kein Mensch. Okay. Ist hier noch mehr? Auf jeden Fall ist hier ein Drowned. Zwei Drowns. Hier sind garantiert noch mehr. Guck mal hier. Noch mehr Kohle. I take it. Eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht, Festland. Die schlechte Nachricht, Dschungel. wir umfahren den Dschungel mal ein bisschen, ja? Es beginnt schon wieder zu laggen. Darauf habe ich wirklich gar keinen Bock. Ja, hier scheint es dann weiter mit dem Birkenwald zu gehen. Das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Und ja, dann werden wir hier mal ein bisschen exploren gehen. Und oh, ich glaube, da hinten baut sich gerade das nächste riesige Gebirge auf. Da müssen wir hin. Ja, auf jeden Fall haben sie das mit den Stränden ganz gut hinbekommen, ne? Hier ist es wirklich alles super flach, wo die Strände sind. Und auch da hinten sieht man das so ein bisschen. Da, wo es dann steil aufgeht, sind keine Strände mehr, sondern da ist dann wirklich nur noch Gras und Stein. Das gefällt mir schon ganz gut. Da hinten sehen wir ein bisschen Dschungel. Auf was spielen wir eigentlich jetzt gerade? Was für eine Render Distance? 19 Chunks. Okay. Ich hätte sonst vielleicht noch ein bisschen weiter hochgestellt. Okay. Auf jeden Fall geht es hier wieder ein bisschen höher. Mir scheint auch direkt ein Bergbiom dahinter. Eventuell. Ach Mensch, so sehen die Bärenbüsche also mit meinem Texture Pack aus. Soll ich davon ein paar mitnehmen? Wir haben keinen Inventarplatz mehr, ne? Komm, 24 Erde. Au! 24 Erde braucht kein Mensch. Das hier sieht ja alles noch aus wie früher. Das hätte auch damals so generieren können. Das wiederum nicht. Ist gefährlich, ne? Das ist auf jeden Fall sehr gefährlich, hier rumzulaufen. Okay. Hier ist wieder so eine Hügellandschaft. Da sind ein paar schneebedeckte Spitzen. Und ich halte die ganze Zeit auch schon nach Azaleas. So, hier haben wir jetzt wieder so eine Strandregion, die tatsächlich wieder ein bisschen flacher ist. Also das funktioniert schon wirklich sehr, sehr gut. Guck mal dort, der Strand, wie flach der ist. Das ist super. Gefällt mir richtig gut, wie sie das gemacht haben. Auf jeden Fall ein bisschen realistischer als dieser riesige Berg, den wir beim letzten Mal in der Welt direkt am Spawn hatten, ne? Das war dann doch ein bisschen, too much. Sind das da Eisberge? Ich glaube, das sind Eisberge da hinter dem, hinter diesem Wall. Das sieht wirklich fast aus wie so ein Deich. Und das hier wie so ein Kanal. Okay, wir gehen da mal kurz rüber. Oh ja, da sind zwei einsame Eisberge. Okay. Und da hinten ist wieder ein Spruce-Wald. Eine Tiger. Wäre dann der richtige Begriff dafür. Also mir kommt es auch so vor, als hätten sie die,
Häufigkeit der hohen Berge seit dem letzten Snapshot sehr weit runter geregelt. Wir finden die zwar hier und da, aber auf jeden Fall nicht mehr so häufig, weil vorher war ja praktisch die komplette Welt voll damit. Und kaum habe ich es gesagt, kommt da hinten was Gewaltiges zum Vorschein. Alter, was ist das? Ist das ein einsamer Baum oben auf dieser Spitze? Was? Was? Was zum Geier? Meine Damen und Herren, wir haben heute die Gesetze der Physik gebrochen. Was? Ich meine, dem Baum da oben geht's garantiert sehr gut. Das muss ich mir näher anschauen. Einiges bisschen. Ah. Wenn man jetzt den Teil hier sich wegdenken würde, dann sähe das 1:1 aus wie so eine fliegende Insel aus Avatar oder so. Ach, schön. Ja, das ist ein sehr realistischer Berg. Der ist ja wirklich fast so ein bisschen spiralförmig. Das ist kein Berg, das ist moderne Kunst. Wahnsinn. Kommen wir da irgendwie hoch? Ja, und jetzt bereue ich, dass ich die Erde weggeworfen habe, ne? Wir haben noch Rooted Dirt. Komm, ich verschwende unsere wertvolle, gewurzelte Erde, um da mal kurz hochzukommen. Falls ich da irgendwie hochkomme. Warte, wir kommen da garantiert irgendwie hoch. Ja. Ach, du liebe Zeit. Oh, schön. Ja, solche Berge sind mir die liebsten. Gott. Und das ist ein Schiffswrack. Da können wir gleich danach hin. Wahnsinn. Oh Mann, Leute. Ja, sehr schön. Gefällt mir gut. Perfektes neues Terrain. Okay, kommen wir jetzt hier irgendwie wieder runter? Ja, guck mal. Wir können hier direkt runterspringen. Oh, ist aber ein heftiger Berg oder so ein ganzes Bergkomplex, ne? Sehr, sehr schön. Okay. Ich glaube, ich versag langsam, was Azaleas angeht. Oh, hier sind Hunde. Und ich habe keine Knochen dabei. Ja, schaut euch mal den Berg von hier hinten an. Das sieht so merkwürdig aus mit diesem Baum da oben. Der Baum ist aber größer als der Berg da drunter. Nun gut. Bootswrack. Ist wieder mal halb verschüttet. Aha. Und wieder keine Dias. Aber dafür Eisen und Gold und noch mehr Eisen und Lapis. Und ich muss meine Schalkerbox rausholen, weil Inventarplatz und so. Geht wieder mal zur Neige. Und hier sind wir jetzt wieder in einem wunderbaren Blumenbiom. Oder auch nicht. Das war ein sehr kleines Blumenbiom. Und ja, jetzt sind wir wieder in so einem Wald. Ich entferne mich gerade wieder ein bisschen vom Ozean, weil die eine Bootsreise hat mir ehrlich gesagt gereicht. Ist hier so eine Wasserschlucht? Uah, ja, genau. wie komme ich jetzt hier wieder raus? So. Ja, perfekt. Das ist auch interessant. Guck mal hier. Hier haben wir Terrain, das unterhalb des Wasserspiegels generiert. Das ist ja mal hochinteressant. Das hatten wir so vorher auch noch nicht. Das sieht fast ein bisschen merkwürdig aus, ne? Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es unrealistisch ist, aber es sieht ein bisschen merkwürdig aus für das alte Minecraft-Auge.
Ach, dann ist der, ach, dieser Berg. Ja, wir gehen gerade wieder ein bisschen im Kreis, ne? Und hier scheint der Damm gebrochen zu sein. Da hat er nicht so gut gehalten. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Und hier ist wieder so eine ewig tiefe Wasserschlucht. Ist das, ja! Oh! Direkt neben der ewig tiefen Wasserschlucht. Ein Azalea. Wir haben es geschafft. Wir haben einen Lush Cave gefunden, glaube ich. Wir müssten es jetzt hier irgendwie runtergraben, ne? Wahrscheinlich sogar direkt mit, verbunden mit dieser ewig tiefen Wasserschlucht. Okay, wir graben uns jetzt hier runter. Geil. Ich dachte, das wird nichts mehr. Also die scheinen tatsächlich seltener zu sein, als ich gedacht habe. Ich dachte, wir finden jetzt an jeder Ecke so einen Baum, aber dem ist scheinbar nicht so. Und na gut, es heißt ja auch nicht, dass neben jedem Azalea, neben jedem Azalea, neben jeder Lush Cave auch ein Azalea sein muss, ne? Aber andersrum auf jeden Fall, glaube ich, ne? Wenn dann Azalea ist, dann heißt es auf jeden Fall, dass wir eine Lush Cave darunter haben. Okay, warte, ich weiß nicht, ob das so produktiv ist, wenn ich mich jetzt so versuche, hier runter zu graben. Eventuell sollten wir uns mal ein bisschen straighter runterbauen, ne? Um die zu finden. Auf jeden Fall ist hier noch Rooted Dirt, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich baue mich hier mal so ein bisschen straight runter. Oh. Okay. So viel zu, ich baue mich mal straight runter. Und so viel zu, hier ist eine Lush Cave. Sehr, sehr, sehr schön. Doch, hier ist auf jeden Fall eine Lush Cave. Wir ersaufen nur gleich. Oh, wir ersaufen gleich wirklich. Oh, scheiße. Wir sind ersoffen. Oh, Leute. Wir sind wieder am Spawn. Ja, okay. Ich würde sagen, das ist ein guter Zeitpunkt, die Folge zu beenden. Ich werde jetzt mit Spectator da zurückfliegen. Glaubt mir nicht, dass ich da jetzt wieder zurückreisen werde. Das mache ich nicht. Ja, okay. Guter Zeitpunkt, die Folge zu beenden, ne? Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind wieder im Lag-Biom angekommen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge und ciao. Everything changes.